Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind hier back am Start mit einem trainierten fucking Team. Wir haben Maeve auf Level 10. Ja, ich habe ein bisschen übertrainiert, aber musste sein. Mit Siedewasser, mit Fassade, mit Low-Kanonade. Alle von Typ normal, also Step für ihn. Und ja, Magieraum, das interessiert aber keinen. Und wir haben hier Aquaknarre und Siedewasser auch noch auf Mr. Mythos drauf. Was bei ihm natürlich auch ein bisschen Step ist, da er auch einen Normaltyp hat. Was natürlich auch nice ist für ihn. Und ich würde sagen, wir gehen damit direkt mal auf zur Route und werden dagegen die Trainer kämpfen, die hier rumlaufen. Und Leute, ich bin so angespannt. Was mal, können wir mit der reden hier? Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einen Ball nach dem anderen. Okay. Interessiert uns aber leider nicht. Was ich hier für coole Pokémon offscreen gefunden habe, waren da noch X-Bud und, ne, ich glaube nur X-Bud war das, sonst war hier nichts Spannendes mehr. Fand ich aber trotzdem interessant, dass hier ein X-Bud rum ist und wir kriegen es einfach nicht als ersten Encounter. Mann! Das wäre zu nice gewesen, Leute. Das wäre zu nice gewesen. Aber egal, der kleine Junge möchte jetzt mit uns kämpfen und mal gucken, was der so auf dem Kasten hat. Ne, das ist Baronin-Jean, Sean, Mirapla, alles klar. Mirapla sollte jetzt nicht so das Krasseste sein, was uns so im Weg stehen könnte. Aber wir können gleich den nächsten Encounter fangen und der erste Part ist noch nicht oben, deswegen muss ich, ja, wie gesagt, noch ein paar Namen selber ausdenken. Aber ich glaube, wenn ich den Part aufgenommen habe, müsste der erste Part schon oben sein und die ersten Kommentare sollten reinfliegen und yeah! Wie gesagt, wenn ihr hier 200 Likes killt, werden dann in den nächsten Folgen ab Folge 5 oder so halbe Stunden Parts kommen. Weil ich mir ja jetzt weg erstmal für ein paar Tage und muss jetzt voraufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen schade, somit kann ich nicht brandaktuell bleiben mit dem Let's Play. Aber ab Part 5 müsste das dann alles wieder aktuell sein mit euren Kommentaren, mit allem möglichen, was ihr mir so reinschreibt und so. Ja. Yeah. Ding ist down. Nice. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit Maeve und mit den guten Mr. Mythos. Das sind eigentlich zwei relativ coole Pokémon, die wir jetzt schon haben am Anfang. Ich meine, so ein Minum, wie geil ist das denn? Ein fucking Minum. So. Und wir tarnen ja Zweiwald. Lass uns zusammengehen. Ich habe so ein Gefühl. Okay. Ja, Leute, habt ihr gesehen? Es ist der Vertania Zweiwald. Ich bin so durch, oder? Weil das Ding sieht einfach aus wie der Vertania Wald. Aber pst, ist nicht schlimm. Der Vertania Zweiwald. Alles klar. Er muss kämpfen. Sie wird wahrscheinlich jetzt auch kämpfen, oder? Warte mal, Solo. Oh, jetzt müssen wir gegen Pokémon kämpfen, oder was? Sie haben es gefunden. Lol, ein Paraheiler. Dankeschön, Dankeschön. Das ist relativ nice von dir. Aber gut, wir kämpfen jetzt erstmal gegen den Junior hier. Los, Purmel, auf in den Kampf. Ich glaube, du hast kein... Ja, lol. Team Shadow! Wir haben Team Shadow als Gegner. Und Krabby wird von Team Shadow geholt. Alter! Krabby! Krabby der Clown! Von Team Shadow! Eigentlich wollte ich das noch ein bisschen geheim halten, was das Gegnerteam ist. Aber das Spiel hat es natürlich jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ja, krass. Einfach Team Shadow hier. Leute. Mit Sonnentag. Ja, es ist aber nicht so schattig. Und die Musik ist mal relativ episch. Die gefällt mir richtig. Ja, Team Shadow als Gegner direkt mal. Oh mein fucking Gott. Und Frustration. Oh oh. Oh, 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 zieh uns nicht so viel ab, mein Freund. Da habe ich keine Lust drauf. Nochmal Siedewasser. Aber dass wir irgendwie nie irgendwie eine Verbrennung reingehauen haben bei ihm. Das hat mich ein bisschen abgefuckt gerade. Aber kein Ding. Wir machen das schon. Level 11 für Maeve. Und was kommt als nächstes bei Team Shadow rein? Puh. Gelat Vino. Okay, das ist noch okay. Boah. Sind keine Legis hier, ey. Das wäre zu krass, wenn jetzt noch ein Legi kommen würde. Aber Gelat Vino sollten wir auch halbwegs down bekommen. Ja, nice. Und Verbrennung sogar. Alter, Waldesfluch, was ist das denn? Typ Feuer? Okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so eine Special-Attacke. Boah. Typ Pflanze, meine ich nicht, Typ Feuer. Der hat Typ Pflanze angenommen. Aber trotzdem, ich war gerade ein bisschen kurzzeitig, so ein bisschen so, Alter, was macht der jetzt? So war ich drauf. Weil, oh, ich hatte Angst. Und ja, Team Shadow ist somit tot. Und es war kein Pummel, mein Freund. Das waren zwei Pokémon, die nicht aussahen wie Käfer-Pokémon. Und ja. Yeah. Jetzt haben wir einen kleinen Bug hier. Das ist, kommt manchmal vor, dass wenn man ein Item bekommt bei Pokémon Y, dass es so ein bisschen hängt. Aber das geht nach einer Zeit wieder weg. So wie wir sehen. Wir haben einen Halbbruder bekommen. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und
Ja, das Ding ist einfach, Team Shadow, das wollte ich ein bisschen geheim halten, dass das gegnerische Team Team Shadow heißt, aber naja, das haben die uns jetzt einfach weggenommen. Schade. Und wir können ja immer noch unseren Encounter fangen. Was wird es sein? Was begegnet uns jetzt hier auf der Route? Oh, shit! What the fuck? Ein Cherox! Wir können das nicht schwächen, oder? Ich versuche einfach mal einen Pokéball zu werfen. Alter, ein scheiß Cherox. Level 3 zwar nur. Das sind, glaube ich, ja alle Pokémon, aber ein Cherox. Ein fucking Cherox. Es ist drin! LOL! Geil! Ja gut, krass, wir haben ein fucking Cherox! Kampf-Elektro-Typ! Was eine Typen-Kombi! Okay, pass auf, Cherox. Du bist Shady für das Let's Play und weil Shady das Cherox-Pokémon. Alter, fuck, wir haben einfach ein fucking Cherox! Leute, könnt ihr euch das gerade vorstellen? Wir haben einen Cherox bekommen! Ein fucking Cherox! Ich komme nicht drauf klar. Mit, Alter, nur Elektro. Absauger. Megasauger. Schnüffler und Rutenschlag. Drache-Rutenschlag. Krass. Ey, das ist saukrass. Erstmal Schalke nach vorne tun. Und dann immer so ein bisschen rumswitchen auf meine anderen Pokémon. Damit es ein bisschen Training bekommt. Oh mein fucking Gott. Wir haben ein fucking Cherox im Team. Ein fucking Cherox und ein Sonnenkern. Alter. Ich kann es nicht glauben. Wir haben scheiß Cherox. So früh. Okay, der Sauger sieht nicht viel. Wir müssen den irgendwann. Leute, der kann absauber. Nee, ich glaube, da wechseln wir doch lieber auf ein anderes Pokémon aus. Nee, was ich sagen wollte, Absauger ist auch von Typen Elektro. Und ja, Leute, also wir haben einfach fucking Cherox. Offscreen trainieren werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht die nächsten paar Folgen, weil ich ja jetzt am Stück aufnehmen muss. Und ja, sehr interesting kann das werden. Da wir halt auch so gegen den Arenaleiter kämpfen müssen. Alter, fuck. Das wird hart. Aber mal gucken, was uns da so erwartet. Frisst den Siedewasser, Sonnenkern. Und er hat fauler Statue, oh shit. Alter, nice, es zieht nicht viel ab. Boah, fauler Statue wissen wir noch von Dario. Typ Geist war es in Pokémon Oras, wahrscheinlich hier was anderes. Aber es war eine starke Attacke und hat immer relativ viel abgezogen, Leute. Und das dürfen wir nicht vergessen bei Fauna Statue. Es ist eine scheiß starke Attacke. Ich habe keine Pokébälle. Halt die Fresse, ich gebe dir nichts ab. Und hier ist ein weiterer Trainer. Mal sehen, was du so in deinem Team hast. Ich habe fucking Cherox, nur so zur Info. Und Sejong. Ja, komm, machen wir direkt mal. Vielleicht ist es ja auch noch effektiv. Wir gucken mal. Go, Megasauger! Nachthieb. Oh, fuck. Der zieht 8 HP ab oder so. Und wir ziehen nichts ab, obwohl es effektiv ist. Lol. Gut, das heißt, wir werden wieder auswechseln. Okay, Mr. Mythos. Ja, auf jeden Fall. Ich find's krass, dass wir direkt einen Cherox bekommen haben. Ich kann es gerade irgendwie nicht fassen. Weil Cherox ist eines meiner Lieblings-Pokémon, ey. Es ist so meiner, gehört zu meiner Top 10, kann man fast schon sagen. Nicht in meine Top 5 rein, aber in meine Top 10 auf jeden Fall. Weil es einfach so richtig stylisch aussieht, so richtig schnell ist und, oh. In den Ding passt einfach alles. Und Verbrennung! Nice. Burn, baby, burn. Lol, Spukball ist effektiv. Aber zieht nicht viel ab, mein Freund. Merkt ihr das? Du kannst nichts gegen unseren Mr. Mythos machen. Der ist nämlich richtig tight. Und nochmal Siedewasser. Jo, somit ist Sejong besiegt. Bah. So, vielleicht können wir schon Level Up für Cherox. Oh, Level 13 für Mythos. Das ist auch natürlich sau nice. Und Level 4 für Shady. Und Level 5 für Shady. Lol. Duo-Nadel, was ist ein Typ ist das? Kampf. Ja, 50 HP abgezogen mit Stepios. Okay, so. Kann man mal so stehen lassen fürs Erste. Ist zwar noch nicht so eine krasse Attacke, aber okay. Für die Leute, die es gefällt. Level 6. Lol, das ist einfach schon auf Level 6. Er hat einfach 3 Level gut gemacht in diesem einen Kampf. Ja, lol. Ah, krass, ne? Also. Oh, hier ist noch ein Trainer. Den werden wir natürlich nicht da stehen lassen, weil ihr wisst ja, Leute, Training ist wichtig, vor allem vor dem Arena, Alter. Und was haben wir hier? Zengo. Oh, Zengo ist auch ein krasses Pokémon.
Hier wäre Kampf ja eigentlich effektiv, aber ich versuche jetzt trotzdem mal Duolan einzusetzen. Obwohl es wahrscheinlich nicht sehr effektiv sein wird. Mal gucken. Obwohl, kann ja immer noch sein. Wir wissen ja nicht, was... Oh, zieht trotzdem noch viel ab. Oh, vergiftet! Ja, nice! Ich glaube, du bist down, Senko. Du bist down. Ja, dein Superschall bringt dir jetzt auch nicht mehr viel, du bist down. Die Vergiftung gibt dir richtig. Lol. Voll die geile Attacke, du Nadel. Gefallen dran finden, muss ich sagen. Das ist eine nice Attacke. So. 102 Erfahrungspunkte, direkt schon Level 7 für Shadi. Alter Schwede, Level 7 schon. Flampivian, oh mein Gott, das ist ein krasses Pokémon. Mr. Mythos rein. Mit Siede zu dem Wasser. Flampivian ist ein krasses Pokémon, ja. Da habe ich Respekt vor dem Teil. Und es kommt direkt in seiner krassen Form zur Geltung. Oh mein fucking Gott, in seiner... Sein Goku-Form. Wie, keine Ahnung, welche Form das ist. Alter. Ich weiß nicht, wie man diese Form nennt, aber... diese Form ist krass. Das ist, glaube ich, diese Schutzpatronform. ich glaube echt, dass es... es hat ja diese eine Form, wo es in diesen Schutzpatron reingeht. Und das ist die halt. Wenn es überhaupt ein Schutzpatron ist. Aber ich kenne die Form auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Komisch. Wenn ihr sie nicht kennt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sie kennt oder nicht. Weil ich glaube, viele kennen diese Form gar nicht von Flampivian. Die sie hat. Die er oder sie hat. Kommt da aufs Geschlecht drauf an. Auf jeden Fall wieder gut XP gemacht für unseren guten Mr. Mythos. Und ja, von Charlie müssen wir gleich erst reden. Der ist unser XP-Gainer im Moment. Was haben wir denn noch so im hohen Gras? Ein Empoleon, als ob! Als ob wir hier Sheerox und Empoleon haben. Was für krasse Pokémon sind das denn, die auf der Route hier rumhausen? Lol. Ich finde das echt spektakulär, was wir hier für Pokémon haben. Und es ist einfach ein Doppelhit, also One-Hit so gesehen mit unser Sheerox und 68 Erfahrungspunkte, natürlich auch nice. Aber lol, Empoleon. Also mit sowas hätte ich jetzt gar nicht gerechnet noch. So Sheerox, Empoleon, ey, krasse Pokémon auf Route Nummer 2, also beziehungsweise dem Vertania 2 Wald. Und ja, es kann nur besser werden, ne? Nochmal ein Empoleon, da trainiere ich doch gerne nochmal meine Duo-Nadeln. Alter. Perfekt, einfach nur perfekt. Freut mich richtig, dass es so gut läuft hier. Drei Pokémon im Team hier. Noch keins gestorben in Part 2. Ich hätte schon in Part 1 mit dem ersten Tod gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin einfach in Nassox nicht gerade der Beste. Aber nice. Freut mich, dass wir so guten Start hier hinlegen. Und dann haben wir auch noch die Route hier nach, wo noch Pokéball kommen. Leute, hier nach ist die nächste Route jetzt, ne? Da kommen Pokémon, die wir noch fangen können, ja? Und das kann sehr, sehr cool werden. Ich bin gespannt, was uns da begegnet auf der Route. Und die werden wir auch direkt jetzt noch machen. Und wir gehen alle zusammen raus. Alter, wie schwul ist das denn? schon ein bisschen geil, ja. Und da ist der Uwerdweg. Den habe ich nicht geändert, den Namen, weil warum soll ich diese scheiß Untertitelnamen ändern? Ist halt einfach Route 3, ja? Und wir machen jetzt auf den Weg zum hohen Gras da vorne. Da gibt es dann wieder neue Pokémon für uns. Oh mein fucking Gott. Es kann eigentlich nur schlechter werden jetzt im Moment von den Pokémon, die wir fahren können, weil wir haben einen fucking... Sheerox bekommen. Ein fucking Sheerox, ja? Ich bitte euch. Was gibt es Cooleres als ein Sheerox? Naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Brabababam hohen Gras und gucken, was uns hier erwartet. Ein Tauros! Das ist das Lieblings-Pokémon vom guten The Freejesser. Oh fuck, dann weiß ich auch schon, wie ich das Ding nennen soll. Okay, du, Nadel, du überlebst das, mein Freund. Du überlebst das. Ein Volltreffer. Er überlebt es nicht. LOL. Schon wieder ein Volltreffer. Er hat einfach zwei Volltreffer gelandet, als ob, Shadi. Ist es dein fucking Ernst? Du landest einfach zwei Volltreffer bei Tauros? Das hätte ein cooles Pokémon werden können. Es ist einfach sein fucking Ernst. Na, okay. Müssen wir uns mit abfinden. Und schon wieder Team Shadow. Team Shadow, Zack. Und ein Eevee-Tag. Oh mein Gott. Warum... Team Shadow, warum? Bam, bam, du Nadel, los! Komm, du hast uns jetzt eben bei dem Tauros so viel, naja, nicht Unglück, Glück gebracht, aber. Ja, und es ist auch eine starke Attacke für den Anfang, glaube ich, du Nadel. So eine Zwei-Hit-Attacke mit Step. Schon krank. Vor allem von Typen Kampf, was eigentlich gegen sehr viel effektiv ist. Und Golbit. Golbit ist gleich Geschichte, würde ich sagen. Mit der guten Duo-Nadel. Alter, schon Level 9 jetzt hier. Schon krass.
Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, töte uns jetzt nicht. Wo ich sage, dass wir gerade Level 9 gehen, sollst du uns jetzt nicht töten. Okay, ja, so viel zieht das der Golbit hier jetzt nicht ab, aber trotzdem noch genug, um den mit einem Tool zu killen. So, Vakuumwelle. Und Duonuddle, go. Bam. Nice one. Golbit ist down. Und ja, somit hat sich das. 78 Erfahrungspunkte und da ist unser Level 9 für Shardy. Und Finsteraura wieder erlernen. Okay, welche... Stahl. Besser als Rutenschlag, ja. Also deswegen... Anstatt Rutenschlag, Finsteraura von Typ Stahl. Wäre auf dem normalen Scherox schon geil, so eine Finsteraura-Stahl-Attacke. Aber auf einem Kampf Elektro-Scherox nicht so. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt... Willkommen zurück bei Pokémon Y Randomizer Last Rock Challenge. Im nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich den ersten Arenaleiter hier besiegen. Bis dann und ciao, euer Zoro mit Pokémon Y.